Wir haben sehr viele Kisten übersehen. Schnell weg hier. So. So. Ja. Wir haben hier sehr viele Kisten übersehen, wie gesagt. Autsch. Da unten? Da ist angeblich eine Kiste. Da oben drin. Oh. So. So. Jo, 20 Rubine, sinnlos, aber wir wollen alle Kisten haben. Kommt man da denn hin, ist die Frage, ne? Sehen wir uns auf der Karte, aber die Frage ist, wo? Da hinten. Hab ich die denn übersehen? Nee, das ist keine Kiste. Okay, es ist in dem Raum hier, eine Etage weiter oben. Moment, ihr seht die Karte leider nicht. Ich muss jetzt hier mit der Karte ein bisschen abschätzen, wo sich der Schatz befinden könnte. Daher verzeiht das etwas wirre Gerede. Hier oben. Da hinten. Nein, was war tot? Link, was machst du? Also manchmal, ne?
Manchmal ist wirklich Hopfen und Malz verloren. Oh, Mensch. So. Ja, gerade leicht konzentriert. So. Nein! Darf nicht wahr sein. Perfekt. So. Meine Kiste. Meine. Oh, bitte ein Herzteil. Bitte. Bitte. Die war so schwer zu bekommen. Bitte. Eine Schatzkarte. Ja, okay, das ist auch okay. Die will ich auch alle haben. So. Mit noch eine Kiste. Noch eine. Ganz oben ist die. Ah, Rubine brauchen wir nicht. Vielleicht ein Herzchen? Nein. So, und rüber. Wie süß der vor allem auch immer guckt. Das ist so putzig alles gemacht, wirklich. Ich sollte die Gegner einfach mehr fokussieren, glaube ich. Wo ist jetzt die Kiste? Die ist hier. Ja, diesmal habe ich dran gedacht. Geradeaus weiter. So. Einmal darüber. So. Also es ist aber auf jeden Fall von den Sprungeinlagen her deutlich schwieriger als Twilight Princess. Da gab es sowas ja gar nicht. Weniger kampflastig, dafür deutlich mehr Springen, Laufen und so weiter und so fort. Finde ich eigentlich super. Komme ich da gar nicht mehr hin? Ne, hier ist das. Hier. Ich hasse euch.
Mein Lieblingsweg hier. So. Das war's schon. So, in dem Raum hier soll irgendwo eine Kiste sein. Ich hasse die Viecher. Gefunden. So. Durch den dran kommen. Jetzt habe ich dich. Es reicht. Da ist eine Tür. Total verwirrt. Nee, es macht keinen Sinn. Von hier aus auf jeden Fall nicht. So. Einmal zurück. Ja, größtes Rätsel hier im Dungeon, wie kommt man in die letzte Truhe? Aber das schaffen wir schon. So. Oh nein. Boah, ich bin froh, wenn ich die Dinger nie wieder sehen muss, ne? Ey, hör mal. Diese Atmung. Ach so, okay. Man kann mit dem Pad nachsteuern. Im Leben nicht hoch. Ja, die Ego-Kamera springt Link also nicht, das ist auch gut. Mann! Oh, reg mich nicht auf. So, okay. Alles gut. Das bringt uns eh nichts. Wir haben 500 Rubine. Yep.
Wie kommt man da hin? Da drauf steht die Kiste. Ja, ist ja nett, bringt nur auch nichts. Wie kommt man da oben hin? Wie kommt man da oben hin? Okay, wir haben dieses Sprungding. Damit kommen wir aber nie und nimmer nach oben. Und im Schwung können wir auch nicht weiter schwingen, oder? Was passiert, wenn wir jetzt... Dann springen wir ab. Wir können am Seil nach oben klettern. Bringt uns das was? Ich glaube nicht. Ist das der... Ich kann es mir halt nicht vorstellen, dass das so gedacht ist. Dass der manchmal nicht... Boah, ich hasse es. So. Also das Zielen... Ihr könnt mal kurz nachgucken, ob das funktioniert. Kann man das deaktivieren? Moment. Nein. Kann man nicht. Schade, dass man quasi die Steuerung da deaktiviert. So. Das schafft man aber nicht, oder? Kommt man da oben dran? Aber ich meine, wie sonst, wenn nicht so? Also auf jeden Fall nicht. Oh, das kann es aber auch nicht sein, oder? Denkt ihr, dass das so richtig ist? Es gibt auch keine andere Tür hier in der Nähe, die dahin führen könnte. Nochmal so.
Ich bin mir echt unsicher, ich will's aber schaffen. Ich möchte diese Kiste haben. Ja, so auf keinen Fall. Mit Großschwung auf keinen Fall. Soll ein Scherz sein, oder? Man kann da draufklettern. Man kann da draufklettern. Das... Ja, wenn man es nicht weiß, ne? Hallo? Warte, ich nach oben gucken. Also wenn man es nicht weiß, dann ist es natürlich doof. Man kann da draufklettern. Ja, sagt mir das doch, liebes Spiel. Oh Mann. Das erklärt so einiges. Ach, Mensch, wie ärgerlich. Okay. Nein, was ist das denn jetzt schon wieder? Boah, ich hasse es manchmal, ne? Ich hasse es manchmal. Was war das denn jetzt? So was meine ich. Das ist halt ein bisschen doof. Dass die Steuerung gefühlt sehr, sehr unexakt ist teilweise. So. Nochmal. Wegen des guten Willens. Nochmal. Also da ist aber jetzt auch ein Herzteil drin, ja? Ja. Ja, so viel zum Herzteil. So. Stimmt, der Boss war gar nicht hier. Ich vertue mich gerade. Entschuldigung. Der Boss war nämlich hier. Oh Mann, also tut mir leid für die leichteren Hänge am Ende, aber ihr seht, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Also, man hätte aber schon schreiben können oder einen kleinen Hinweis geben können, dass man eben, ne, daran hochklettern kann. Okay, auf mit der Tür und auf zum Boss. Ja, wir haben unseren verloren gegangenen kleinen Freund gefunden. Nein! Oh wow! Überraschung. Hallo. Wow. Autsch.
Komm schon. Los, ich out, stehen bleiben. Hallo, Sonnenschein. Naja. Warst du es, der mich gerettet hat, werter Freund? Ich danke dir vielmals. Als mir schwarz vor Augen wurde, da dachte ich, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Aber wie bist du hierher gekommen, werter Freund? Was? Ein Dekublatt? Aber ja doch, heute ist doch der Tag der alljährlichen Zeremonie. Wir dürfen hier keine Zeit verschwenden, wir müssen schnell von hier wegkommen. Ja, ganz ruhig. Erstmal ein Herzcontainer. Schön. Lass uns schnell von hier entkommen. Sehe ich genauso. Boah. Ja, also es war sehr anstrengend, muss man sagen. Ja, es war definitiv anstrengend. Und vor allen Dingen, letztlich das Auffinden des, der Schätze. Ihr habt es ja selber gemerkt am Ende. Also das war extrem schwierig. Aber ich denke, wir haben es trotzdem ganz gut hinbekommen. Ein bisschen nervenaufreibend, aber wir haben es geschafft. Und zurück. Bei unserem großen Freund. Oh, Markus, du bist wohlauf zurückgekehrt. Es tut mir so leid, Dekubaum. Ich weiß, du hast uns immer und immer wieder gewarnt, aber ich war taub für deine Worte. Gräme dich nicht mehr, Markus. Das nächste Mal wirst du vorsichtiger sein. Link, das hast du wirklich gut gemacht. Nimm dies hier als Zeichen meines Dankes an. Ich gebe dir, was ich dir versprochen habe. Du hast Farores Artefakt erhalten. Du hast ihn vom Dekobaum, dem Terrahüter, überreicht bekommen. Ich bete, dass dieser Gegenstand dir den Weg zu einem guten Schicksal weisen wird. Aber, Markus, so weine doch nicht mehr. Trockne deine Tränen und erfreue uns wie immer mit deinem fröhlichen Spiel. Du hast recht. Wir müssen umgehend mit der Zeremonie beginnen. Tut mir leid, dass ich euch alle hab warten lassen. Also dann beginnen wir. Werter Freund Link, ich werde mir heute besonders viel Mühe bei meinem Spiel geben, um mich dir erkenntlich zu zeigen. Ich hoffe, du findest an dem Konzert gefallen. Dekubaum, auch dieses Jahr gibt es wieder eine ganz vorzügliche Saat. Mit Hilfe dieser Saat können wir wieder prachtvolle Wälder heranwachsen lassen. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr. Bis dann und leb wohl. Und dir auch alles Gute, werter Freund. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Die Wunder Zeldas. Also die Wunder von The Legend of Zelda. Toller Moment.
Die Crocs fliegen jedes Jahr nach Beendigung der Zeremonie die weite Welt hinaus und pflanzen überall Samen, um prächtige Wälder gedeihen zu lassen. Die Wälder machen aus den kleinen Inseln große Inseln und eines Tages werden alle Inseln eins. Dann werden sie zu einem Kontinent zusammenwachsen. Die Menschen werden alsdann alle zu einem Volk und helfen sich gegenseitig, unsere Welt in eine bessere zu verwandeln. Das ist der Traum, den ich habe. Aber derjenige, dem du nachjagst, versucht dies zu verhindern. Link, dein Schicksal entscheidet bald über das Schicksal unserer ganzen Welt. Sei rein Herzens und schreite tapfer voran. Solltest du auf deinem Weg verzweifelt sein, so wisse, dass du hier jederzeit willkommen bist. Ich werde dich mit Freuden empfangen. Toll. Ja, und damit endet hier unser kleiner Ausflug. Wir könnten vielleicht die Sprengfallen hinten auf der Insel mit Hilfe des Bumerangs auslösen. Das wäre jetzt meine erste spontane Idee, die ich habe. Ja, ja. Ich glaube fast, wir müssen nochmal zurückgehen, Leute. Das ist eine ganz verrückte Idee. Wir gehen nochmal zurück.